Hallo zusammen, das Drei-Sektoren-Modell habt ihr bereits kennengelernt. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was es in diesem Zusammenhang mit diesem Herrn hier auf sich hat, dann schaut dieses Video. Das Drei-Sektoren-Modell oder auch die Drei-Sektoren-Hypothese genannt, habt ihr bereits kennengelernt. Und wie ihr ebenfalls bereits wisst, lässt sich nach dieser Hypothese die Volkswirtschaft in drei Bereiche einteilen. In die Rohstoffgewinnung, die Rohstoffverarbeitung und die Dienstleistungen. Einer der Mitbegründer dieser Hypothese war ein französischer Ökonom namens Jean Fourasty, den Mann, den ihr am Anfang des Videos gesehen habt. Der wurde Anfang des letzten Jahrhunderts geboren und hat sich mit der sogenannten Arbeitsproduktivität beschäftigt, also dem Verhältnis zwischen dem Produktergebnis und der eingesetzten Arbeitsleistung. Also beispielsweise dem Verhältnis zwischen produzierten Autos und Personen, die in der Automobilindustrie arbeiten. Fourasty ging davon aus, dass im primären Sektor die Arbeitsproduktivität nur mäßig durch technischen Fortschritt gesteigert wird, der nicht davon ausging, dass die menschliche Arbeitskraft hier groß durch Maschinen ersetzt werden kann. Hingegen im sekundären Sektor sah er eine starke Steigerung der Arbeitsproduktivität durch technischen Fortschritt, da er hier davon ausging, dass die Arbeitsplätze bzw. die Arbeitskräfte stark durch Maschinen ersetzt werden können. Im tertiären Sektor sah Fourasty hingegen nahezu überhaupt keine Arbeitsproduktivitätssteigerung durch technischen Fortschritt, da er nicht davon ausging, dass hier die menschliche Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt werden kann. Wie wir heute wissen, hatte Fourasty eben hiermit nicht recht und das ist auch der größte Kritikpunkt an der Drei-Sektoren-Hypothese. Denn, wie wir heute wissen, wurde im primären Sektor wirklich stark Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt, wie beispielsweise die Bauern auf dem Feld, welche durch große Traktoren ersetzt wurden. Und auch im tertiären Sektor wurden die Dienstleistungen, die früher von Menschen verrichtet wurden, heute verstärkt durch Maschinen ersetzt, wie beispielsweise die Bankangestellte, die früher am Bankschalter das Geld rausgegeben hat, wird heute ersetzt durch einen Bankautomat, an dem man Geld abheben kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt vor allem die Kritikpunkte an der Drei-Sektoren-Hypothese verstanden. Und was ich natürlich auch hoffe, ist, dass wir uns möglichst bald wieder in der Schule sehen. Bleibt gesund, bis dann.